Halt, Stopp, Polizei, Ausweiskontrolle. Mit dieser Aussage werden seit Mittwoch im Westerstädter Ortskern Erwachsene gern mal konfrontiert. In der kleinen Zeltstadt auf dem alten Markt haben nämlich die Kinder das Sagen. Erwachsene dürfen nur mit einer Sondergenehmigung passieren und in den Alltag der 9- bis 13-Jährigen hineinschnuppern. Da gibt es so allerhand, was auch den Erwachsenen bekannt sein dürfte. Eine stadteigene Polizei, ein Bauhof, eine Zeitung, eine Großküche, eine Bäckerei, eine Cocktailbar und vieles mehr. Wer den Service in Anspruch nehmen will, muss mit der Kinderstädter Währung bezahlen, dem Rodo. Für die Erwachsenen heißt das, ab zur Bank und Euros umtauschen. Die jungen Bewohner haben sich beim Arbeitsamt einen Job besorgt und müssen ihre Rodos erst einmal sauer verdienen. Spaß macht es ihnen trotzdem, wie die Besucher sofort erkennen. Tagesgäste im Alter von 9 bis 13 Jahren können sich noch melden. Am Sonntag klingt die Veranstaltung nach einem gemeinsamen Frühstück aus.